da die ta-ta-ta-ta. So lecker wird es. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Hätte Ludwig fangen können. Wusch. Bang. Ups. Ta-ta-ta-ta. Ja, heute geht es um ta-ta-ta-ta. Von Tittetitta. Es war mal ein Mann. Oder eine Frau? Zwei Frauen? Der hieß schon Ludwig. Der hieß Ludwig, also ein Mann. War ein Mann. Ja, er war ein Mann. Er lebte im 13. Jahrhundert. Nein. Ludwig van? Ich sag, was ich will. Ah, okay. Ich würde sagen im 18. Jahrhundert. 1700, schieß mich tot. War Goethe, 1200, irgendwas. War Goethe schon tot? Aber Schiller ging es schon nicht mehr gut. Möchte ich mal. Ja, es begab sich also unser Ludwig van auf einer Reise durch die Provence in Frankreich. War das schon mal Frankreich dabei? Das war alles Frankreich. Das war nicht Gallien. Das ist nur ein Asterix. Ich dachte 1200, aber es hätte auch 800 sein können. Aber Ludwig van? Ich konnte die damals eigentlich schon reden, im 12. Jahrhundert? Eine Geschichte ist eine Geschichte. Eine Geschichte ist eine Geschichte, okay. Also Ludwig van war in einer Postkutsche unterwegs durch die Provence. Maybe in Frankreich, maybe in Gallien. Ja. Und wie er da so durchgeschaukelt wurde? Der hatte mal Hunger, weil damals, das lief ganz langsam alles. Ja, der war auch ein bisschen horny, möchte ich meinen. Der war ein bisschen horny, weil dann hat er nämlich gesagt zu seinem Kutscher, ey Kutscher, ja, hat er wirklich gesagt, ey Kutscher. Und der Kutscher sagte, ja, Ludwig van, was ist los? Ja, dann hat der Ludwig wieder gesagt, ey Kutscher, weil Ludwig van hat es nämlich mit den Ohren gehabt. Aber sie haben sich dann irgendwann gefunden und der Kutscher hielt an und Ludwig sagte, ey Kutscher, ich bin horny, können wir nicht mal irgendwo anhalten. Und da fiel dem Kutscher ein, er kannte zwei Schwestern. Die sind auch horny gewesen. Das weiß ich nicht, ob die horny waren. Das waren aber schon alte Jungfrauen, sagt man sich so. Steht nämlich hier. Waren es Zwillinge? Zwillinge ist immer so eine Fantasie von Männern und ja, so. Ja, Zwillingsschwestern waren das. Und unser großer Märchenonkel Paul Bocuse hat ja auch darüber geschrieben. Und ja, jedenfalls sagte der Kutscher, okay, ich kenne zwei Schwestern. Hallo, sind Zwillinge, voll die Fantasie. Da können wir mal einkehren. Ach, die waren ja zu zweit, der Kutscher. Ja, stimmt, der Kutscher war zu zweit. Und der Ludwig auch. Also die waren schon vier. Und dann noch die zwei Zwillinge sind auch wieder vier. Passt. Zwei Zwillinge. Und. Ich muss lauter reden. Da macht sich über mich. Ah, okay. Ja, jedenfalls sind sie eingekehrt. Sind zu den zwei Schwestern, Zwillingen. Ja. An der Tür so, Ding-Dong. Aber vor dem Sex hatten die noch Hunger. Oder haben die Ding-Dong damit schon gemacht? Darf ich Sex sagen oder wird das dann zensiert und so? Nö, ich glaube nicht. Okay. Das ist ja ein Jugendkanal. Sex. Gehen wir alles hin. So. Aber. Ups! Jetzt ist schon wieder. Ich habe Tourette! Okay, da könnten wir einen Pieps drüber legen. Ja? Aber Paul Bocuse schreibt hier in seinem Buch, dass der Ludwig van Ding-Dong gemacht hat an der Tür. Aber ich weiß nicht, ob damals schon Ding-Dong ging oder ob das noch Palim-Palim war. Oder Knock Knock Knock. Wenn die in der Provence waren, ist es eher Tok Tok. Also Provence ist Tok Tok. Es ist Tok 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 sogar. Dreimal. Ah ja, okay. Ja. Das hat was mit dem Bussi Bussi zu tun, ne? In Paris habe ich mir erzählen lassen, ist zweimal oder dreimal Bussi, links, rechts, links. Nee, zweimal in Paris. Zweimal in Paris, aber in Marseille ist dann schon wieder viermal. Aber da schreibe ich mal ab. Ja, okay, macht ja nichts. Tok Tok Tok. Ist ja so wie bei anderen, also bei dem Vater des Kanals, aber da kommt viel Müll raus und Wiederholung. Aber wir haben halt viel Quatsch zu erzählen. Wenn Colin der Vater des Kanals ist und du bist Colins Vater, dann bist du der Großvater vom Kanal. Ich bin der Großvater, genau. Ich bin der Großvater von diesem Kanal. Du bist Opa schon. In deinem Alter. Ach, ja. Du bist ein bisschen jung. Ja, was soll's, ja. Egal, wir schweifen ab, da hast du vollkommen recht. Das können wir nochmal in einem nächsten Video machen. Ja, für Opa. Die ich nenne dich jetzt Opa. Nenn mich Opa, Bärchen. Ja, es geht um ta-ta-ta-ta. Aber erst tok tok tok. Also tok 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 an der Tür, Kutscher, Ludwig van. Das ist eindeutig tok tok tok. Ja, und dann sagt die beiden Schwestern. Herein. Ja.
So reden Französinnen nicht, vor allem nicht Selige. S'il vous plaît? Die sagen meistens un. Un. Un? Un? Hat es an der Tür geklappt? Ja. Un? Hier ist Ludwig. In der Nase hoch, un? Ja, hier ist Ludwig van. Lass es mich einkehren, ihr zwei Zwillinge-Schwestern. Ich habe einen Kutscher dabei. Hm? Also beim Wort Kutscher haben die gesagt, oh ja. Genau, da war irgendwann alle Dämme gebrochen. Ne? War klar, die Tür geht auf, Ludwig van kommt rein und der Kutscher. Und der Kutscher. Und der Kutscher. Ja, aber dann hat er, also sie haben schon gesehen, die beiden Schwestern, die waren horny. Ludwig van war auch horny, der Kutscher sowieso, sind Kutscher immer. Ne? Und in Frankreich, die wissen, der Weg zum, auf Deutsch, der Weg zum Herzen eines Mannes führt erstmal durch seinen Magen, oder? Ja, ja, ja. Sagt ihr das auch? Liebe geht durch den Magen, sowas in der Art. Hm? Ah ja, wir machen es ein bisschen länger. Okay. Also. Genau, und dann haben die gedacht, hui, hui, hui. Erstmal was zum Essen machen. Genau. So, aber die. Aber sie waren sehr aufgeregt. Also ich muss nachlesen, ob das Stefanie war oder Emmanuel. Emmanuel ist was anderes. Die eine Schwester hieß doch Emmanuel. Nein, es war aber Stefanie. Das ist ein Softporn-Film. Okay, dann verwechsel ich da auch was aus dem 18. Jahrhundert. Ja. Das war, glaube ich, von Goethe und Schiller, ne? Das sind Enten. Ja, keine Ahnung, die. Aber das war schon nur Schiller. Ja, es sieht jedenfalls Stefanie. Stefanie ging in die Küche und sah sich in der Küche um, was es so zu essen gab, was man zubereiten konnte. Aber sie war schon ziemlich durch den Wind. Ja, weil die war voll aufgeregt. Und so ein Ludwig von einem Kutscher und so. Kutscher. Und dann zu viert. Kutscher. Ja, ja, egal. Jedenfalls Ludwig van trommelte schon immer auf dem Tisch so. Weil der Hunger hatte. Weil er Hunger hatte und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ja, Stefanie in der Küche so, ne, Äpfel schnell geschält, ein bisschen Zucker rüber gestreut. Ja, wollte einen Kuchen machen. Wollte einen Kuchen machen, da hat sie sich darauf geeinigt, ne, und mit sich selber. Und Emmanuel war ja schon am Kutscher am Gange. Nicht Emmanuel. Ja, wie hieß sie denn? Ich weiß nicht, Gwendoline. Gwendoline, glaube ich nicht. Gwendoline ist mehr so amerikanisch, der Name. Aber es ist egal, wir wollen ja nicht abstreifen. Wir müssen ja hier mal Bildungsfernsehen machen. Eigentlich machen wir ja Bildungsfernsehen. So, jedenfalls so Stefanie, so die Äpfel geschält, ein bisschen Zucker rein in die Pfanne und ab dafür wird ein schöner Kuchen. Dann kam aber Emmanuel rüber in die Küche und sagte, Mensch, was kochst du denn hier so Schönes? Weil wir sind schon so horny, wir wollen ja jetzt mal langsam loslegen. Apfelkuchen, schnell, schnell. Apfelkuchen, schnell, schnell. Ja, toller Apfelkuchen. Nur Äpfel geschält, Zucker drüber, ab in den Ofen. Fehlt irgendwas. Da sagt Stefanie, Mensch, das Kinder, machen wir den Teig oben rüber, patsch, patsch. Ja, und gucken mal. Ungefähr richtig. Ja, so wie die Franzosen kochen. Und Französisch ist genauso, ne? Ungefähr richtig. So, jedenfalls. Mehr mal weniger, so ungefähr. Ja, so ungefähr. Ja, jedenfalls Teig oben drüber und los geht's, ne? So. So 20 Minuten so, ungefähr. Ja. Und Kuchen fertig, taha. Ja, können wir mit rausnehmen, weil wir, ne? Kutscher haben so, Kutscher. Kutscher. Läuft. Sie haben den Kuchen mit rausgebracht. Hatten Sie sich schon vorher geeinigt, wie es heißen soll? Nee, das hatte noch kein Anfang. Es war ja neu. Es war ja neu, genau. Ludwig van war es. Es war improvisiert. Es war improvisiert. Vergessen und so. Ja, und dann präsentierten sie halt den Kuchen, den verkehrt rum, drehten den nochmal um, war wieder richtig rum, unten Boden, oben Äpfel. Ach, wir haben hat niemand was gemerkt. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie Stefanie und Emmanuel oder Gwendoline, aka Gwendoline. Die Schwester. Die Schwester. Die Schwester Alva. Ja, nee, ist das jemand anderes. Ja, wie die mit Nachnamen hießen. Bam. Das hat mit der Geschichte nichts zu tun. Doch. Du verzickst es. Die hießen Tata. Die hießen Tata. Gibt's dafür einen Beweis? Doch. Das war 800 etwas, da hatten die Leute gemacht. Ja, 16., 17. Jahrhundert. 18. Jahrhundert. Das behauptest 18. du? Ja, Tata. Da hatten die haben Nachnamen gehabt, Tata. Und dann hat sie den Kuchen präsentiert. Beethoven so, oh, riecht gut, toll. Ne? Er hat zwar nicht gehört, als er den Kuchen auf den Tisch gestellt hat, aber er hat halt gesehen, lecker Kuchen.
Auch gut. Dann hat er den Kutscher gefragt, sag mal, wie heißen die Schwestern eigentlich mit Nachnamen? Weil ein bisschen förmlich ging es ja doch damals zu, im 8., 12., 17., 18. Jahrhundert. Bei Schiller, nee, Goethe war schon tot, Schiller ging schlecht. Und ja, und als er dann den Kuchen gesehen hat, hat er nur gerochen und wusste, dass sie irgendwie hießen. Was fiel Ludwig dann ein? Aber vor allem, er war geschockt, wie lecker das war. Ja, also er hat erst so danach, als er abgegriffen hat, schon. Ja, okay, also spätestens war auf alle Fälle ein Bang. Jedenfalls, das war... Ein Bang, als er reingebissen hat und hat gesagt, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, ja? Ta-ta-ta-ta. Ihr wisst also, wo wir hier rauf hinaus wollen. Das ist eine Geschichte, die ist völlig nie beachtet gewesen. Ja. Aber wir wissen eigentlich, aber deswegen... Ludwig, Kutscher, zwei Zwillinge, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ja, das hat ihn inspiriert zu diesem Meisterwerk der klassischen Musik. Was? Wie heißt das Ding? Das Ding heißt ta-ta-ta-ta. Eigentlich wäre sie ja damals ausgekoppelt, als Single war es ta-ta-ta-ta. Ja. Die 9. Sinfonie, genau, dazu gehört das. Ne? Aber damals ging es ja, richtig ab in den Charts, in der Bravo. Ludwig und der Kutscher. Wo du dieses gemacht hast und ich habe es probiert, habe ich mir gedacht, also mein Herz ist voll, mir fast aus der Brust gesprungen. Jetzt ist so Brust gesprungen, ja. Gesprungen und dann dachte ich, so lecker war das. Hätte Ludwig Fangen das nicht geschrieben, die Musik? Uns wäre es auf alle Fälle so gegangen, Fall. Das Stück musste entstehen. Mhm. Aber ich wollte heute nicht mehr auf der Bravo sein. Also von der Warte war es damals gut, dass Ludwig Fan auf der Bravo war oder war es so Popcorn, ich weiß es nicht mehr. Aber damals. Haben sie nicht noch auf Stein geschrieben? Ja, die Bravo war es, glaube ich. Die war im Abonnement auf eine Steinfassung zugekommen. Ja. Was war ein tierischer Akt jede Woche da so. Gab es schon Dr. Sommer? Dr. Sommer gab es auch schon. Hat Dr. Sommer gesagt, sie sollen zu Zwillingen fahren oder? Dr. Sommer hat immer gesagt, macht was ihr wollt, Hauptsache es schön. Hauptsache ihr habt Spaß. Jedenfalls, ta-ta-ta-ta. Und also diese Musik und dieser Kuchen sind eng miteinander gebunden, beziehungsweise die könnten ohne einander nicht existieren. Richtig. Also, ta-ta-ta von den zwei Schwestern, Emanuel aka Gwendolin, und Stefanie ist die Inspiration für Ludwig van damals gewesen, im 8., 10., 12., 16., 17., 18. Jahrhundert, wann immer er gelebt hat, wo Goethe schon tot war und Schiller es schlecht ging. Den Zusammenhang haben wir euch jetzt erklärt. Jetzt zeigen wir euch, wie so ein Kuchen gebacken wird. Bitteschön. Okay, als erstes haben wir unsere ganzen Zutaten, Äpfel, Puderzucker, Butter, Töpfe, Pfannen und einen schönen Blätterteig der Wahl. Wir schneiden die Äpfel, lassen am besten die Schale dran, umso mehr Aroma haben wir. Wir schneiden die Äpfel in Achtelstücke und jetzt kommen die alle in den Topf rein und in den Topf machen wir ein bisschen Wasser und ein bisschen Zucker hinein und werden die Äpfel ein wenig in dem Wasser marschieren. Schwuppdiwupp. Durch, fertig. Super aufgeräumt. Weiter geht's. Das machen wir, solange die Äpfel pochieren, werden wir ein bisschen Butter, so um die 70-80 Gramm und 100 Gramm Puderzucker in eine Pfanne geben. Ein bisschen Wein dazu. Wir kochen französisch, machen ein bisschen mehr Wein dazu. Alles wunderbar. Und ab auf den Herd. Volle Hitze, ein bisschen karamellisieren lassen. Wir sehen, dass der Schaum hier entsteht. Es blubbert. Alles wunderbar. Und dann geben wir ihm noch ein bisschen, dass es schön schäumt, bis es so schön karamellig wird. Dann verteilen wir jetzt die Apfelstücke drin und obendrauf machen wir den Blätterteig. Wenn alles gebacken wurde, bei gut 180 Grad für 20 Minuten, der Blätterteig kommt hoch, dann stülpen wir das Ganze auf einen Teller. Und da ist unser Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Sieht gut aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Ja. Okay. So ein Buch ist gut, da kann man auch einen Bauch verdecken. Möchtest du auch mal drin haben? Du brauchst natürlich nur ein kleines Heft. Entschuldigt, wir müssen erst streiten, dann geht's weiter. War das jetzt frech? Kess, du bist ganz schön Kess. Ich bin ganz schön Kess. Das habe ich schon mal gehört. Ich bin ganz schön Kess. Ja. Okay. Was kochen wir heute? Nein, wir müssen jetzt mal eine Abmo. Eine Abmo. Ich glaube, das heißt immer Abmo. Eine Abmo. Aber da war nicht fertig mit vorhin? Nee, das war ja, dass wir dann rübergeschnitten haben zum Kuchen. Okay. Okay, also das war Tüt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 
Vielleicht verändern wir den Namen nochmal, mal gucken, aber Teufelspitz wird es schon mal. Na, Teufelspitz, weil es Spitze ist. Macht's gut, bye bye, au revoir. Tschüss.